Demo angemeldet hatte, als noch keiner wusste, dass das hier eine Massenbewegung sein wird. Von Bäuerinnen, Bauern, Umweltschützerinnen, Tierschützerinnen und ganz vielen, die gutes Essen wollen. Da ist er für die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ein Kämpfer gegen Gentechnik, gegen Saatgut geboren und dafür, dass Bauern Bauern bleiben dürfen. Georg Janssen, schön, dass Sie hier sind. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe bäuerlichen Berufskolleginnen und Kollegen, ich würde allen mal gönnen, hier oben zu stehen, wenn man in die Gesichter schauen darf. Freundliche, aber entschlossene Gesichter. Und ich sage euch, das ist unsere Antwort auf Hass und Hetze. Freundlichkeit und Entschlossenheit, mit uns muss man rechnen. Zu tun in der Landwirtschaft. Umweltschutz, Naturschutz, Trinkwasserschutz, Tierschutz, auch eine faire Auseinandersetzung mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern des Südens. All diese Herausforderungen stehen auf der Tagesordnung. Und ich sage euch, es gibt genügend Bäuerinnen und Bauern, die sich auf den Weg machen, die anfangen, ihre Ställe umzubauen, die anfangen, den Acker klima- und umweltschonend zu bewirtschaften. Und deshalb wollen wir alle mitnehmen, alle und die bereit sind, eine gute Landwirtschaft zu betreiben. Wir brauchen die Vielfalt der Höfe. Landwirtschaftsministerin hat zu Beginn der Grünen Woche doch dazu aufgerufen, dass der Dialog besser geführt werden müsste zwischen Landwirten und Verbrauchern. Wir führen ihn seit 2011, Frau Klöckner. Hier wird Dialog betrieben, hier wird sich verstanden, hier werden Netzwerke gebündelt. Und das ist unsere Antwort auf nicht Dialog statt Protest. Dialog und Protest, wenn nicht die Agrarpolitik sich ändert. Und natürlich haben wir noch Luft nach oben. Jede und jeder von uns muss sich fragen, wie lange wir uns diese Konsumverschwendung, die Vernichtung von Lebensmitteln, den Ressourcenverbrauch doch leisten können. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir können uns das nicht mehr leisten. Dieser Wohlstand der westlichen Industrieländer, der fußt auf die Ausbeutung von Menschen und Umwelt in anderen Teilen der Welt. Und das ist nicht mehr hinnehmbar. Genug für alle statt Reichtum für wenige. Das ist unsere Antwort. Für eine Wertschätzung, dass heute 171 Bäuerinnen und Bauern diesen Zug anführen konnten. Eine große Wertschätzung. Aber diese Wertschätzung verlangen wir auch für diejenigen, die die politischen Rahmenbedingungen machen. Es ist doch klar, wenn wir die Vielfalt von großen, kleinen, mittleren Betrieben, die 260.000 Betriebe noch erhalten wollen und wir wollen keinen mehr verlieren, dann muss man agrarpolitisch die Weichen anders stellen. Und das ist unsere Botschaft von dieser Stelle aus. Macht eine Politik für die große Mehrheit der bäuerlichen Betriebe, die bereit ist, artgerechte Tierhaltung zu machen und den Acker umweltschonend zu bewirtschaften. Dafür muss Politik gemacht werden und nicht die Steigbügel für die Agrarindustrie halten. Ein letzter Gedanke. Wir waren mit den Treckerfahrerinnen und Treckerfahrern. Heute Morgen sind wir vorgefahren vor der internationalen Agrarministerkonferenz. Und wir haben auch innegehalten.
während wir hier stehen, wenn wir das hohe Recht der Demonstration hier vom Brandenburger Tor haben, werden woanders Menschen, die protestieren, von ihrem Land vertrieben. Sie werden in Gefängnisse gesteckt. Sie werden gefoltert und getötet. An vielen Händen von Regierungen in der Welt klebt das Blut. Und deshalb ist unsere Botschaft heute Morgen schon gewesen, und ich wiederhole sie noch einmal, dass der Schutz der Menschen, der Schutz von Kleinbäuerinnen und Bauern in aller Welt, der muss Vorrang haben, statt die Profitinteressen der Konzerne. Das ist die Antwort an die internationale Agrarministerkonferenz. Und ein letzter Gedanke. Es ist ein bewegendes Jahr, was uns bevorsteht. Vor 100 Jahren haben kluge und mutige Menschen eine Weimarer Verfassung geschrieben. Vor 70 Jahren haben kluge und mutige Menschen das Grundgesetz geschrieben. Und vor 30 Jahren haben es Menschen geschafft, friedlich eine Mauer zum Einsturz zu bringen. Und ich sage hier nochmal ganz deutlich, auch von bäuerlicher Seite, wir lassen uns doch nicht so eine wertvolle Pflanze wie die Demokratie von braunen Horden und Populisten zerschießen. Raus mit den Nazis aus diesem Land, wir haben nichts zu verlieren. Es ist unsere Pflicht aufzustehen und für die Verbesserung der Welt zu kämpfen. Viele Bäuerinnen und Bauern braucht das Land. Ich danke euch. Herzlichen Dank, Georg Jansen. Herzlichen Dank, Hanni Stürholz. Und herzlichen Dank an Fritz Haspel. Herzlichen Dank an 171 Schlepperfahrer und alle anderen Bäuer.